Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, euren Freundinnen und Freunden und wen ihr sonst noch kennt. Gebt uns 5 Sterne oder mehr, setzt Likes, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht. Das würde uns sehr freuen. Und ich sage, hallo Oliver, schön, dass du hier bist. Hey, wo ist die Martina? Martina baut ein Haus. Sie ist schon wieder im Urlaub? Oder so. Also. Dill! Ja! Was unsere Hörerinnen und Hörer nie erraten haben, ne? Du und ich sind ja beide mittleren Alters, ja? Und vorderes oder hinteres Mittel? Einige von uns kommen ja mittlerweile eher daddyhaft rüber. Und andere sind noch jugendlich dynamisch, ne? Ja. Hm. Also sind wir beide recht unterschiedlich im mittleren Alter angekommen. Aber eins haben wir ja doch gemeinsam und darüber möchte ich heute mit dir reden. Oha. Und zwar unter der Überschrift, früher war mehr Sex. Oh. Ja, natürlich, ja. Man soll ja ehrlich sein, ne? Gott sieht es ja eh. Und meine Hoffnung ist, dass vielleicht hilft diese Folge unseren älteren Hörerinnen beim Erinnern an alte Zeiten. Und für die Jüngeren ist es so eine Art Aussicht auf einen rasant näher kommenden Lebensabschnitt. Und wie komme ich drauf? Da habe ich einen Artikel gefunden bei Corrigenda von der Autorin Beile Ratut mit dem Titel Sex und Ehe sind wie Feuer und Herd und dem Untertitel Hatten die Leute früher mehr Sex? Ja. Sex und Ehe sind wie Feuer und Herd. Okay. Und ich sage, verstehe, weil den Herd, der wird mit Feuer betrieben und die Ehe wird mit Sex betrieben. Ich musste da auch ein bisschen nachdenken, ich fand das sehr merkwürdig. Mhm. Ich schlage also vor, den Artikel schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich lese den auch gleich, allerdings stark gekürzt vor. Sinnbeahnt, aber gekürzt, weil Schwafel, Schwafel. Und dann überlegen wir uns beide, was wir daraus lernen können. Und hat das Segment FSK 18 oder 16? Das musst du entscheiden. Okay. Aber die erste Frage, bevor wir damit anfangen, ist natürlich, was ist Corrigenda? Das kannte ich nämlich auch noch nicht und das lag unter anderem daran, dass es sie noch nicht lange gibt. Und es ist ein Online-Magazin, das von sich selbst sagt, wir glauben, dass die unantastbare Würde des Menschen, seine Freiheit und seine Rechte nur dann auf Dauer gesichert werden können. Dass Rechtsstaat, Demokratie und Frieden nur Bestand haben können. Dass die Zukunft eines vereinten Europas, das diesen Werten dauerhaft verpflichtet bleibt, nur dann gebaut werden kann. Wenn dies auf dem christlichen Verständnis des Menschen als Geschöpf Gottes gründet. Scheiße. Okay. Verstehe, wohin die Reise geht. Und dann der zweite Teil. Auf dem Fundament dieser Grundüberzeugung treten wir für den bedingungslosen Schutz jedes menschlichen Lebens von seiner Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod ein. Ich habe immer den Eindruck, ich muss solche Aussagen mit Hitlerstimme vorlesen. Ja, aber so hören die, so inhaltlich sind die ja auch genauso. Ja, und die Hörerinnen schimpfen dann halt immer, deshalb mache ich es jetzt nicht. Gib mir mal Mühe, nicht ins Rrr zu rollen. Ja, okay. Also weiter. Auf dem Fundament dieser Grundüberzeugungen setzen wir uns für Ehe und Familie als Keimzelle einer freiheitlichen, demokratischen und gerechten Gesellschaft ein, möchten wir das ideelle Erbe des durch das Christentum gewordenen Europas erhalten und an die kommenden Generationen weitergeben. Aber das hört sich ja auch an wie aus einer Rede von einem Nazi. Also ja, wenn man das jetzt auf katholisch, von katholisch nach deutsch übersetzt, ne, bedingungsloser Schutz des menschlichen Lebens, ist ja absoluter Abtreibungsverbot, ist ein Verbot genau. Von Sterbehilfe, ja. Ehe und Familie als Keimzelle der Gesellschaft, das heißt ja Codesprech für wir sind homophob. Homophob, genau. Und das mit dem ideellen Erbe durch das Christentum gewordenes Europa heißt halt, Christen müssen bevorzugt werden durch den Staat und alle anderen benachteiligt, weil die schaden nur Europa. Na gut, aber das geht vielleicht schon wieder zu sehr ins Detail. Nee, wir müssen ja schon wissen, woher das jetzt kommt, was wir jetzt besprechen werden. Das ist doch gut. Genau. Und auf der Webseite gibt es auch unter der Überschrift Stimmen über Corrigenda, Testimonials, und zwar von Don Alfonso, also dem Rechtsausleger von der Welt, vom Springer Verlag, Eduard Habsburg-Lothringen, dem Botschafter Ungarns beim Heiligen Stuhl. Ach du Scheiße, irgendwelche Pseudo-Adeligen.
Dr. Johannes Hartl, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich finde den ganz, naja, Speaker, Theologe und Gebetshausgründer. Und Anja Hoffmann, die Geschäftsführerin des Observatory on Intolerance and Discriminations Against Christians in Europe. Oh, ich, das EUDAC in Wien. Ich empfehle unsere 3 Folgen dazu. 9 Stunden Spaß. Sie sagt nämlich, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst, darum habe ich ihre Aussage mal rausgesucht. Und die sagt, Corrigenda ist Pflichtlektüre für alle, die in der heutigen Zeit nach einem wahrheitsgemäßen Online-Magazin Ausschau halten, weil es über Themen schreibt, welche so schnell untergehen, verdreht oder einfach in der Welt schön geredet werden. Es fasziniert mich als Christin und reine Herzenverantwortliche. Reine Herzenverantwortliche. Ja, wie sich das Magazin für Ehe, Familie und das christliche Erbe Europas einsetzt. Danach sollten alle Menschen streben. Oh, lieber nicht. Fundamentalchristlich, aha. So, ja, Tillis, hast du vielleicht einen Eindruck bekommen, wer es Corrigenda ist? Sympathisch, sympathisch. Genau, und da vielleicht noch kurz über die Autorin des Artikels. Beile Rutat ist 1972 in Finnland geboren, ist eine finnische Schriftstellerin und Literaturübersetzerin, die aber in deutscher Sprache schreibt. Ihre literarischen Werke sind im Ruhland Verlag erschienen. Das ist so ein christlicher Verlag, der christliche Bücher schreibt. Mhm. Weitere essayistische Texte erscheinen im Feuilleton der Tagespost. Das ist katholisches Zeitungsblatt, rechtskatholisches Zeitungsblatt. Ratuts Texte zeichnen sich durch eine bildreiche, metaphorische Sprache mit symbolischer Motivik aus. Oh, jetzt habe ich aber richtig Bock, das vielleicht zu ergibt das Wort Motivik im finnischen Sinn, keine Ahnung. Im Deutschen habe ich es noch nie gehört. Motivik. Ihre Texte reflektieren männliche und weibliche Weltdeutung und die in Krise geratene Identität. Menschen, die ihr fragiles Selbst ergründen und stetig mit Verfall, Suche, Aufbruch, Rückzug und Flucht kommen. Aber sag mal, wer schreibt denn so einen Text über eine Autorin? Der Verlag selber, oder was? Entweder der Verlag oder... Das habe ich auch noch nie gehört. So eine also was innerlich ist das also christliche Jammerei über den Verfall, der sieht mir nicht das hier mal. Ja, ja. Das ist immer schlechter. Unter dem Deckmantel, wir schreiben ein Porträt über unsere Autorin. So, jetzt aber der Artikel. Diese Frau schreibt jetzt... Sex und Ehe sind wie Feuer und Herd von Beile Rutat. Hatten die Leute früher mehr Sex? Ja, warum? Weil man in der Regel verheiratet war. Heute leben viele Normalo-Männer zwangsläufig zölibatär, weil sie keinen Zugang mehr zu Frauen haben. Weshalb das so ist, klärt dieser Text. Das ist aber eine steile These. Also Mensch, 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 da muss man erstmal... Ich war auch überrascht, sagen wir mal so, aber na gut. Also, und was meint sie denn mit früher? Vor 1000 Jahren oder vor 100? Vor. Oder? Okay, 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 okay. In den Schulbüchern meiner Kinder wird Sex als etwas dargestellt, das völlig losgelöst von jeglicher Bindung stattfindet. Die einzige Voraussetzung für Sex ist, dass er einvernehmlich stattfindet und man soll sich vor Geschlechtskrankheiten und ungewollter Schwangerschaft schützen. Ja, das sind auch schon mal 2 super Kriterien, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, deshalb wahrscheinlich auch. Diese Vorstellung von Sex hat sich heute allgemein durchgesetzt. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten war es möglich, eine derart grundlegende Sache fundamental umzuwerten. Umzuwerten. Das sollte aufhorchen lassen. Sex auszuleben gehört im vorherrschenden Menschenbild zur Entfaltung der Persönlichkeit. Man hat angeblich ein Recht darauf. Es ist Teil der menschlichen, in Anführungsstrichen, Freiheit. Dann geht es weiter unter der Zwischenüberschrift. Die Konsequenzen solcher Freiheit sind brutal. Was ist los? Vor 100 Jahren war die Ehe noch eine Institution, die man nicht in Frage gestellt hat. Männer trugen Verantwortung für die gesamte Familie. Sie hatten Autorität über ihre Frau und die Kinder. Frauen lebten ihre Emotionen nicht zügellos aus und man erwartete von ihnen sexuelle Zurückhaltung. Vor 100 Jahren war man sich der sozialen und biologischen Realität noch bewusst. Also das ist der Zustand, den die toll findet. Viel besser als heute. Ja, denn auch heute wird das Leben bestimmt durch soziale und biologische Tatsachen. Doch man hat das vernebelt. Den Frauen wird eingeredet, dass sie tun könnten, was immer sie wollen und wann immer sie es wollen. Sie sind nun auf sich allein gestellt und tragen die Konsequenzen dieser, in Anführungsstrichen, Freiheit
Mit was voller für ein bösartiger Schwachsinn. Entschuldigung, aber also das ist eine Frau, aber die hat mit Gleichberechtigung jetzt nicht viel am Sinn, am Hut, ne? Finde ich nicht so toll. Ich würde vermuten, sie würde Gleichberechtigung als etwas ansehen, wenn jeder sich an seinen Platz begibt und dort bleibt. Dann haben alle einen guten Platz, was sie halt so bestimmt. Schreibt sie nicht, aber ich würde es sagen. Ja, also, das ist eine absurde Vorstellung von, okay. In der Regel ist es für Frauen nicht schwer, einen Sexualpartner zu finden. Eine durchschnittliche Frau wird heute mit 25 Jahren das Pensum an Sexualpartnern des gesamten Lebens ihrer Großmutter haushoch übertrumpfen. Ich kannte meine Oma, diese Frau offenbar nicht, aber ist ja egal. Ein durchschnittlicher Mann, nennen wir ihn Ulrich, hätte vor 100 Jahren eine durchschnittliche Frau, nennen wir sie Gertrud, geheiratet und mit ihr ein familiäres Leben aufgebaut. Damals hätte Ulrich sich nicht so anstrengen müssen wie heute, um eine Frau zu gewinnen. Und er hätte eine feminine, anziehende, freundliche, loyale, natürlich und gesunde Frau bekommen. Bäh, das hört sich ja alles widerlich an. Eine gesunde Frau, so wie bei den Nazis. Gesunde Gene, gesunde Kinder. Bäh. Die moderne Frau wird Ulrich dagegen keines Blickes würdigen, da sie in der Illusion lebt, ihn nicht zu brauchen und etwas ganz Besonderes zu sein. Wie die Frauen in den Filmen und Serien und in den, in Anführungsstrichen, sozialen Medien. Wenn Gertrud attraktiv ist, hat sie heute Zugang zu gesellschaftlichen Kreisen, zu denen ein Mann nur Zugang hat, wenn er über viele Jahre dafür hart gearbeitet hat. Hä? Gertrud Was? Das hat Zugang zu Männern, die vor 100 Jahren nie an sie herangetreten wären. Da sie eingeredet bekommt, eine Göttin zu sein, wird sie ein Leben anstreben, das diesem Selbstbild entspricht und wo immer möglich Affären mit Alpha-Männern beginnen. Was sind denn das ist eine Mischung aus so Nazi-Sprech und irgendwie so einer Tiersendung. Das Weibchen wird sich auf die Suche machen und hat Zugang zu einigen Wasserquellen. Das ist ja schön. Oh, das ist widerlich. Dabei übersieht sie aber die Tatsache, dass diese sexuelle Macht nur von kurzer Dauer und sie selbst leicht ersetzbar ist durch eine Vielzahl anderer Frauen. Vor 100 Jahren wäre Gertrud die Frau von Ulrich gewesen und der Alpha-Mann hätte sie nicht angerührt, weil die Ehe eine unantastbare Institution war und es noch Formen von Sittlichkeit gab. Also Ulrich ist aber kein Alpha-Mann dann, oder was? Er ist ganz normal. Meine Herren. Vor 100 Jahren wäre Gertrud nicht mit dem Alpha-Mann in die Kiste gesprungen, denn das hätte ihren Wert gesenkt und ihre Aussicht auf eine gute Ehe verschlechtert. Sexuelle Aktivität ist und bleibt etwas anderes als sexuelle Aktivität eines Mannes. Gertrud verausgabt sich also mit Alpha-Männern, bis sie verbraucht ist. Die Frauen rangeln sich um die begehrenswertesten Männer. Daher geht Ulrich, der genauso durchschnittlich ist wie Gertrud, leer aus. Was ist das denn für eine... Was? Eine große Zahl junger Männer lebt heute zwangsläufig zölibatär, weil sie keinen Zugang mehr zu Frauen haben. Eine recht kleine Zahl an Männern ist dagegen sexuell aktiv mit Gertrud und all jenen Frauen, die über den Verteilungsmechanismus der Ehe eigentlich mit Ulrich, Herbert oder Thomas eine Familie gegründet hätten. Absolut absurdes. Was soll das denn für... Also. Doch weil diese kleine Zahl von Männern einen Maserati und eine schicke Penthouse-Wohnung haben... Ach, das sind Alpha-Männer. ...und Gertrud in Anführungsstrichen emanzipiert ist, kommen sie in den Genuss von Gertruds Intimität. Also Alpha-Männer wollen durchschnittliche Gertruds haben. Oder wie, oder was? I don't know, man. Nee, umgekehrt, ne? Durchschnittliche Gertruds wollen Alpha-Männer haben, aber aus irgendeinem Grund kriegen die das. Deshalb auch. Kriegen Ulrich, Herbert und Thomas keine ab. Also die sagt, Durchschnittsfrauen kriegen Alpha-Männchen, aber Durchschnittsmänner kriegen gar keine Frauen. Genau, und das begründet sie damit, dass sexuelle Aktivität bei Männern halt ist, sexuelle Aktivität einer Frau ist und bleibt etwas anderes als sexuelle Aktivität eines Mannes. Okay. Punkt. Whatever. Ein bisschen geht es noch weiter. In dieser Welt redet man von Gleichheit. Doch mit der Abschaffung der Ehe hat man auch die Gleichheit abgeschafft, nämlich die gleichen Chancen auf Liebe. Das ist jetzt also ihr Schluss aus diesem
Argumentationen vorher. Und dann Bauarbeiter, Fabrikarbeiter, Schuhverkäufer, Busfahrer. Ihnen allen wäre es früher ein leichtes gewesen, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Heute passen solche Männer nicht ins Selbstbild der mit falschen Narrativen gefütterten Frau. Alpha-Männer mit verführerischem Status hingegen können sich so viele Sexualpartnerinnen zulegen, wie sie wollen. Und natürlich ist es der Alpha-Mann, der jetzt die Regeln bestimmt. Was ist daran denn nun die vielgelobte, in Anführungsstrichen, Emanzipation? Ein genauerer Blick auf die sexuelle Freiheit zeigt also, es handelt sich nicht um Freiheit, sondern stattdessen hat sich die Ungleichheit nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern zwischen allen Menschen vertieft. Eine Frau, die freundlich, bescheiden, helfend und loyal ist, wird man kaum noch finden. Stattdessen wird man eine Menge Frauen finden, die chaotisch sind, manipulativ, unecht, unruhig, aggressiv, bevormundend, herrisch, USW. Wenn man Frauen jahrzehntelang erklärt, dass sie sich selbst verwirklichen sollen, dass sie sich nicht unterdrücken lassen dürfen, dass sie mindestens so geeignet sind wie der Mann, dann können sie keine Bindung zu einem Mann aufbauen, ohne mit ihm in einem Streit um Macht zu treten. Frauen, die sich auf das sexuelle Spiel einlassen, sind beschädigte Frauen. Wenn sie über 30 sind, stellen sie fest, dass es sehr schwer ist, einen guten Ehemann zu finden. Es haben sich Altlasten, Traumata, Ängste, Fehlverhalten und Störungen angesammelt. Also bei den Frauen. Ja, ja. Ganz zu schweigen von Kindern aus früheren Beziehungen. Die Anziehungskraft der Frau hat nachgelassen und der Lebenswandel hat ihre Persönlichkeit in einer Weise geprägt, dass sie für jene Männer unattraktiv macht, die sie sich wünscht. Was bewegt eine Frau dazu, sowas zu schreiben? Gehen wir nach 2 Minuten, dann besprechen wir das. Mhm. Die nächste Teilüberschrift, auch die letzte, ist: Eine Frau hat wenige Jahre, sich an einen Mann zu binden. Die Aufgabe der Ehe als unauflösbare Institution hat aus dem Sex eine Ware gemacht. Frauen werden benutzt, solange sie jung und ansehnlich sind. Danach schwindet ihr Wert. Aber wann wurde nochmal die Ehe abgeschafft? Ja, heute ist Dienstag. Dennoch wird den Frauen dieses Lebensmodell weiterhin schmackhaft gemacht. Zahllose Filme und Serien zeigen beispielsweise mittelmäßige ältere Frauen, die trotz Kindern aus frühen Beziehungen eine große Liebe finden. Hä? Die Schulbücher lügen die Jugendlichen an. Sie verschleiern die harte Realität, die insbesondere auf die in Anführungsstrichen gleichberechtigte Frau zukommt, in einer Welt scheinbarer, in Anführungsstrichen, Freiheit. Die Filme und Serien lügen die Frauen an. Sie verschleiern die Schattenseiten der Selbstverwirklichung und sind lediglich Marketinginstrumente eines Lebensstils, von dem nur die mächtigen Männer profitieren. Doch das Familienleben wird belastet und zerstört. Und besonders die Kinder und die älteren Frauen leiden darunter. Ohne den Schutz durch die Ehe werden die Altersheime voll von Verbitterung und Einsamkeit sein. Ohne den Schutz. Ich soll nicht so viel lachen, fuck. So, Entschuldigung. Alle lachen. Entschuldigung. Ohne den Schutz. Nee, das soll ich nicht. Ja, doch, das hat wieder jemand ans ZDF geschrieben, wenn du lachst. Ja, aber das ist ganz übel, wenn du lachst. Das darfst du nicht machen. Ja. Und also jetzt hier. Ernsthaft. Ohne den Schutz. Wo waren wir? Ohne den Schutz durch die Ehe werden die Altersheime voll von Verbitterung und Einsamkeit sein. Ohne den Schutz durch die Ehe werden wir verstörte Kinder ohne Realitätssinn, ohne Erziehung, ohne Ordnung auf die Welt loslassen. Wir müssen diese Freiheit als Lüge enttarnen und uns die Ehe wieder neu erkämpfen als Bollwerk und Lebensraum echter Liebe zwischen einem Mann und einer Frau und ihren gemeinsamen Kindern. Ja, ich dachte mal, ich versuche das mal zusammenzufassen, die Nachricht, und dann besprechen wir das. Ich bin überwältigt. Also, boah. Also, sie sagt: Früher gab es keinen Sex außerhalb der Ehe, heute schon. Frauen werden von sinistren Kreisen mit der in Anführungsstrichen Lüge der Freiheit angelogen und es wird behauptet, Frauen dürften vor der Ehe Sex haben, wenn sie möchten. Ja.
Daraus folgt, dass Frauen nur mit Alpha-Männchen mit Maserati Sex haben. Normale Männer ohne Maserati haben überhaupt keinen Sex, weil die Frauen keine Lust auf sie haben. Da sind die Männer unglücklich. So. Niemand will Sex mit Frauen über 30 haben. Außerdem ist man durch den emanzipierten Lebenswandel schrecklich verbraucht. Also finden auch die Frauen keine erfüllende Ehe mehr. Das heißt, die Frauen sind auch unglücklich. Also, spätestens nachdem sie 30 wurden, ne? Ja, jetzt sind alle unglücklich. Früher gab es mehr Sex, heute nur noch in Anführungsstrichen verstörte Kinder, ohne Realitätssinn, ohne Erziehung, ohne Ordnung. Und die Altersheime sind voller, was stand da? Das unglaublich, unglaublich apokalyptische voller Vorstellung. Voller Verbitterung und Einsamkeit. Ja, Till, was sagen wir denn jetzt dazu? Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also mir fehlen die Worte. Ich finde das so schrecklich. Also ich frage mich wirklich, wie man sowas... Das ist ja wohl ernst gemeint, ne? Das ist ja wohl jetzt keine Parodie hier. Nee, das ist deshalb, also das ist ja die Frage, kriege ich auch manchmal gestellt, warum besprechen wir sowas? Und zum einen natürlich, das ist jetzt lustig und albern und wir haben was zu lachen über die Christen, ja, wie die drauf sind, Christen in diesem Fall. Aber wozu noch? Ist ja auch, weil so ein Artikel halt einen Einblick gibt in die Geisteswelt guter Christenmenschen und über deren Verständnis von der Welt und von den Menschen. Ja, weil das ein großes Online-Magazin ist, wo viele Leute sagen, das ernst zu nehmen für die christliche Welt. Und die, wenn das ein ernst gemeinter Artikel da ist und das ist sozusagen das, womit die sich beschäftigen, dann fällt es mir wirklich schwer, nicht darüber zu lachen, weil das sich so anhört wie eine Parodie. Das hört sich so an wie so eine ganz schlimme Dystopie, so dieses Konstrukt, was sie da heraufbeschwört. Also man kann darüber lachen. Das ist ja, man kann darüber lachen, aber... Es ist halt sehr albern und sehr lustig, aber es ist gleichzeitig auch so tief bösartig. Ich habe mal versucht, zusammenzuschreiben, was diese Beile Ratut jetzt über Frauen denkt. Ja? Die sagt also, dadurch, dass Frauen vor der Ehe Sex haben, zerstören sie die Gesellschaft und machen Frauen und Männer unglücklich. Und dazu gibt es dann irgendwie diese Vorstellung, dass die Frauen durch Sex kaputt gehen, dass sie beschädigte Ware werden, die niemand mehr haben will. Abgelaufen, im Kühlregal stehen. Und das ist schon Jahre her, aber ich habe mir eine Folge über diese Teenager-Organisation gemacht. Ja, Teenstar hieß die, die in Österreich und Deutschland aktiv war und mit Kindern in Schulen. Die Schulen haben die zu sich geholt und dann haben die mit Kindern über Sex geredet. Ja. Und auch das ist, was die versucht haben, rüberzubringen, den Kindern und den Jugendlichen. Schlechtes Gewissen, Schuld, Schuld, Schuld. Es geht nur Schuld, wenn ihr euch verliebt, wenn ihr miteinander, was weiß ich, knutschen durch und Händchen halten durch, wo geht man denn da so durch hin? Durch die Stadt läuft, dann geht ihr dabei kaputt. Ja. Insbesondere die Frauen, ne? Ja. Die werden dann beschädigt. Die will dann niemand mehr haben, wenn man sowas einmal macht. Das ist also das, was sie sagt. Das ist, was sie auch sagt. Ja, die sagt, die Frauen gehen kaputt und die sagt, die Frauen sind super gemein zu den Männern, weil die sich wahllos nur noch auf Alpha-Männchen stürzen. Genau. Und das ist mega egoistisch von den egoistischen Frauen. Genau. Mega selbstsüchtig und gierig. Und die ganz normalen, tollen, normalen Männer, die lassen diese bösen Frauen einfach links liegen. Und die armen, normalen Männer, die werden jetzt ganz depressiv, weil die keine Frau mehr abkriegen. Genau. Und sie sagt auch, dass nur sehr junge Frauen für Männer interessant sind und unverheiratete Frauen über 30 bleiben also fast zwangsläufig allein und unglücklich bis ins Altersheim. Ja. Kommen die direkt eigentlich, wenn die 30 werden, ins Altersheim? Genau. Und Frauen werden nur für ihre sexuelle Attraktivität geliebt und andere Merkmale spielen einfach keine Rolle. Aber das ist, was sie, das habe ich mal versucht, also ernsthaft rauszufiltern, was sie über Frauen denkt. Ja. Sagt. Und was jetzt meine. Und weil sie nämlich so komische Sachen über Frauen denkt, kommen da auch so komische Schlussfolgerungen bei ihr dann raus. Also ja, sie macht das nicht nur mit Frauen, sie meint es auch. Also man kann sich auch angucken, was meint Beile Ratut über Männer. Ja. Normale Männer sind nicht gut genug für Frauen, denn sie sind keine Alpha-Männchen. Mhm. Darum leben normale Männer heutzutage alle zwangsläufig zölibatär. Und ein normaler Mann kann diesen Mechanismus nur überwinden, in Anführungsstrichen, wenn er über viele Jahre dafür hart gearbeitet hat. Und implizit macht die jetzt klar, dass Männer, wie eben auch bei den Frauen, niemals um ihrer selbst geliebt werden, für, was weiß ich, wie bei den Frauen, für ihre Persönlichkeit, ihre Freundlichkeit, ihren leicht absurden, aber so süßen Tanzstil, was auch immer, ja, was auch immer, warum man sich mit jemandem verliebt. Nein, es geht nur, was, das alles zählt nichts, nur wirtschaftlicher Status bei Männern, sexuelle Attraktivität bei jungen Frauen, älteren Frauen, ist sowieso hoffnungslos. Ja. Das ist ihr Menschenbild. Ne? Frauen zerstören die Welt, machen die Männer unglücklich.
Und hinter all dem stehen irgendwie finstere Mächte, ja, die den Frauen die brutale Illusion von Freiheit einreden. Wer das jetzt ist, bleibt offen. Das müssen wohl, vermute ich, die Männer mit dem Maserati sein. Tja. Und das fand ich ganz interessant. Denn diese Autorin schafft es, in einem einzigen Artikel bisexistisch zu sein, also sowohl frauenfeindlich als auch männerfeindlich. Ja, das ist wirklich unglaublich. Man könnte also sagen... Menschenfeindlich. Genau, das war mein Schluss. Baile Ratut ist in ihrer christlichen Ideologie so gefangen, dass sie zutiefst menschenfeindlich empfindet. Ja. Und ja, für mich zeigt dieser Artikel mal wieder, das Christentum, wenn man das wirklich glaubt, ist eine zutiefst menschenfeindliche Ideologie. Und wirklich gläubige Christen sind ethisch und moralisch durch diese Ideologie komplett pervertiert. Ja. Da ist ja nichts normal dran, nichts mehr irgendwie mit gesundem Menschenverstand oder mit, da in diesem ganzen Artikel, da gibt es auch überhaupt kein Mitgefühl. Nee. Nichts. Sie nimmt so komische Sachen an, dass sie dann auch ganz komische Sachen kommt. Ja, und ganz mechanistisch vorgeht. Ja. Unmenschlich. Und sie impliziert so ein bisschen, wer diese dunklen Mächte sein könnten. Nämlich, das fängt ja damit an, dass sie da sich darüber Sorgen macht, wie die Schulbücher heute geschrieben sind und welches Bild von Sex in Schulbüchern vermittelt wird. Und wahrscheinlich sind es die Leute, die in den letzten Jahrzehnten Schulbücher geschrieben haben. Ne? Also das sind da dann solche Kräfte, die vielleicht das ganze christliche Normenkorsett aus den Biologiebüchern rausgenommen haben. Also das sagt sie jetzt dann nicht explizit, aber das, finde ich, schwebt da so ein bisschen mit, ne? Dass so liberale, moderne Kräfte da ganz schön böse Sachen machen. Persönlich kann ihr das nicht nachweisen, aber persönlich bin ich eigentlich überzeugt davon, wenn man ihr ein Eierlikör gibt und sagt, jetzt mal, Beile, was meinst du denn, wer steckt denn dahinter? Wer sind denn die Männer mit dem Maserati und dem unglaublich vielen Geld? Das irgendwann sagt das internationale Finanzjudentum. Kann man sich vorstellen, ne? Aber das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Nee, da kann man dann. Aber es würde passen zu diesen Christenwahn. Also, das ist ja schon wirklich unglaublich frauenfeindlich, männerfeindlich. Also, sie wünscht sich ja eine Welt. Also, es ist so absurd, weil wir haben irgendwie so lange gebraucht, um Gleichberechtigung. Und die hackt so auf Gleichberechtigung rum und pervertiert das zu was Furchtbarem, was uns alle versklavt und in Unglück, in absolute Unglück treibt. Dabei ist Gleichberechtigung ja irgendwie, zumindest meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Sachen, wo wir uns langsam rantasten. Wir sind ja noch gar nicht da. Und du meinst Gleichberechtigung? Von Mann und Frau und von hetero und nicht-hetero-Leuten und Gleichberechtigung insgesamt. Es geht auch ums Individuelle, ne? Dass Menschen, Frauen, Männer individuelle Entscheidungen treffen für ihr Leben und sagen, okay, ich habe jetzt auch mit über 30, ich heirate eine Frau, die über 30 ist, oder ich habe Sex mit, wie hieß der, Thomas und Manfred oder was auch immer, oder eben auch nicht. Das ist was Schlimmes. Das versteht die gar nicht, dass das individuelle Entscheidungen sind, sondern für sie ist das ein Mechanismus. Mhm. Ganz klar, es ist nur ein Mechanismus. Alles wird, was Individuelles an Entscheidungsfreiheit ist, wird als im besten Fall behauptet, das gibt es gar nicht. Im schlechtesten Fall ist das der Anfang allen Unglücks. Ja. Das geht also noch weiter als nur die Gleichberechtigung der Frau. Das geht auch um, dass ein Individuum überhaupt Freiheiten hat, das wird schon negiert. Ne? Das wird behauptet, dass das nicht so sein sollte. Und das müssen wir zurückholen, indem wir, wir müssen die Abschaffung der Ehe rückgängig machen. Das ist der Appell am Ende. Ne? Wir müssen. Das muss wieder her. Der Zustand muss wiederhergestellt werden. Boah, genau. Da läuft mir gerade den Rücken runter. Schrecklich finde ich das. Man kann sich so ein bisschen fragen, was treibt die dazu, so eine Meinung zu haben und die auch noch hinzuschreiben? Also hat die Angst oder ist sie frustriert oder ist sie sauer? Hat die Hass in sich? Na, das ist halt diese menschenfeindliche Ideologie. Das ist es doch. Wenn du das Christentum wirklich glaubst und die Sachen glaubst, die dir erzählen und das in dein Weltbild aufnimmst und dann dein Weltbild danach formst, dann wirst du so. Dann kommt was man folgt dann auch, daraus? Ja. Deshalb sage ich ja, das pervertiert jedes normale Empfinden. Ja. Jede Individualität pervertiert das. Die sind so. Die wollen, dass wir auch so sind. Ja, das wollen die. Die wollen, dass wir alle so sind. Ja. Es wird wirklich Zeit, dass wir das loswerden. Ja. Es wird wirklich Zeit, dass wir das loswerden. Irres Kuriosum. Nur, dass du da gestolpert bist. Wie so ein Tier, was man noch nicht gesehen hat. Diesen Artikel abgelegt. Also es ist nicht untypisch. Ja, ich lese, das gibt es oft. Ja. Das hier war jetzt besonders schön. Ja. Nicht immer.
Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr wollt, dann bewertet uns mit 5 oder mehr Sternen, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht, und empfiehlt uns fleißig weiter, gebt uns tolle Bewertungen und schaltet auch beim nächsten Mal auf dieser Welle wieder ein, wenn es heißt, man glaubt es nicht. Und ich sage ciao. Macht's gut, Leute. Tschüss.